Tierfreundinnen und Tierfreunde. Eine gute Nachricht können wir unseren Zuschauern heute leider nicht berichten. Der vor einer Woche vorgestellte Labrador-Riesenschnauzer-Mischling Max hat bisher keine Interessenten gefunden. Gut, dass er sein Gassifräuchen Uschi Wassermann hat, die ihm auf alle Fälle treu bleibt. Dennoch bleibt die Hoffnung auf ein neues Zuhause für Max. Jetzt stellen wir wieder zwei Fundkätzchen vor, die von ihren Besitzern erkannt werden sollen. Den Anfang macht eine grau-weiße Katzendame aus Waltershausen. Sie lief orientierungslos in der Tiergartenstraße herum. Die Mieze ist gut genährt. Tierheimleiterin Katrin Mattes vermutet, dass die Mieze vielleicht eine Wohnungskatze ist. Sie hat eine motorische Störung, was im Volksmund Wackelkatze genannt wird. Es ist eine Störung des Bewegungsapparates und keine Krankheit, sondern eine Besonderheit. Auf ungefähr 4 Jahre wurde die Katze in der Achinoa geschätzt. Sie sitzt traurig und verstört im Quarantänekäfig. Es ist für sie zu hoffen, dass sich ihre Besitzer bald melden und sie zurück in ihre vertraute Umgebung kann. Als nächstes stellen wir eine Katzendame in ungefähr gleichem Alter vor. Sie wurde im Ortrufer Stadtpark gefunden. Diese Mieze ist sehr anhänglich und möchte mit jedem Menschen mitgehen. Sie ist ebenfalls gut genährt und hat ein sehr schönes weiß-graues Fellchen. Auf keinen Fall lebt diese stattliche Katzendame schon länger allein in freier Natur. Sie hat mit Sicherheit ein Zuhause. Auch für sie werden dringlich die Besitzer gesucht. Außerdem möchten die Mitarbeiter der Arche Noah auf die diesjährige Tierweihnacht hinweisen. Am Samstag, den 2. Dezember ab 13 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit können Tierfreunde das Tierheim besuchen. Es gibt wie immer Kaffee, Kuchen und weihnachtliches Gebäck. Da eine Weihnachtsfeier ohne kleinere oder größere Geschenke keinen Spaß macht, wird wie immer ein Gabentisch bereitstehen. Wer wissen möchte, was in diesem Jahr dringend gebraucht wird, kann sich gern telefonisch im Tierheim informieren. Lüttenweihnachten, wie die Tierweihnacht im Norden Deutschlands genannt wird, soll doch auch in diesem Jahr wieder helfen, den gestrandeten Tieren das Leben so gut wie möglich zu machen.